Fischfern holt das unaussprechbare Dingsums raus. Jetzt ist wieder Tekke-Zeit. Am Sonntag. Gut geprobt, pneumatische Dingsbums-Angel. Genau. Yeah. So, also Eike weiß jetzt, wie wir hier rauskommen. Ich weiß gar nichts. Eike hat gesagt, ja, du weißt das. Achso, ja, ja, ist richtig, genau. Ihr müsst, quasi, habt ihr Pacific Rim gesehen? Nein. Komm, Dolby. Ja, kacke, dann kann ich es euch nicht erklären, dann geht das nicht. Also nur zur Info für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Dolby und ich stecken in einer Dimension fest und wir haben am Anfang, fuck! Wenn wir wieder rauskommen, fangen alle ein paar Sekunden an zu brennen, haben aber zum Glück genügend Essen bei. Und haben 4 Pages. Wir haben auch gebrannt, damals. Ja, wir sind bei uns war die Tür noch in den guten alten Seiten, ne? Also es ist ja, halt Pepperidge, so, dass man... Dingsbums. Wie seid ihr in die Dimension reingekommen? Einfach auch durch eine Holztür. Durch eine Holztür. Oder eine Eisentür. Durch eine Eisentür. Durch eine Eisentür auch noch. Ja. Krass. Kacke. Das ist wirklich krass. Nee, wir hatten nur so einen Raum gefunden, der so eine richtig geile einen Eisenverschluss hatte, so eine richtig geile Eisentür mit so Pistons und so. Richtig geil, also war ein richtig cooler Mechanismus, sah ziemlich fesch aus. Fesch. Und dahinter war eine Holztür und durch diese Holztür ist man in eine Dimension gekommen. Und in dieser Dimension war eine Festung. Das heißt, wir müssen jetzt entweder eine geile Rüstung uns holen oder wir müssen uns Feuer Resistance oder irgendwas müssen wir uns... Was war denn das für eine Festung? Das eine weiß ich nicht. Steinfestung. Wir konnten ja, nicht lange gucken, also es war echt ein Steinhaus, aber wir konnten da halt nicht hin, weil das... Steinhaus und in diesem Steinhaus, da waren Däum und ich drin, da haben wir 4 Pages gefunden. Siehst du, genau da müssen wir hin. Wart ihr da, wo überall Glowstones rumhingen? Nein. Nee. Ihr seid doch auch nicht durch die Tür, durch die wir schon mal gegangen sind, oder? Von dem Quarry aus nach links und dann da runter? Und da seid links. Ihr nicht reinmacht. Oh, das gibt's ja nicht. Und links waren wir. Das Scheißgast, sie machen alles kaputt. Ich krieg zu viel. Eben waren wir nicht in der gleichen Dimension, das kann nicht. Wir sind einfach 20 Dimensionen runtergegangen. Ja, wir waren auch richtig tief drin, also richtig. Nee, wir stecken tiefer. Also das wäre der übertriebenste Zufall, wenn wir einfach gleich wären. Nee, das ist, glaube ich, viel zu unwahrscheinlich. Ja, ihr habt es auch schon längst gesehen. Wir haben so viel abgebaut und so viel Glowstone abgekloppt und übt. Hattet ihr auch dieses komische Mining-Fatigue oder so? Da! Kieran! Ah, guck mal, Dolmke, was ist das? Wir haben einen Tempel gefunden. Nein, das ist eine Tür, du Troll! Wir haben eine Tür gefunden. Und jetzt gehen wir wieder raus. Und wir glauben ganz doll feste. Leo, ich glaube, Dolm kann bei uns sogar mitmachen, wenn wir an den Nikolaus. Oh, oder vielleicht auch nicht. Wir kommen wieder raus. Oh Gott, oh Gott. Ich geh durch. Tötet es. Bevor es Eier liegt. Ja! 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 Und er brennt. Und das ist eine Pressure Plate. Eine Pressure. Andi? Ja. Das sind auch nicht Pressure, oder? Was? Alter, das sind Truhen! Nicht dich! Dolm! Alles gut bei euch? Ja, ich. Wo hast du die neue Pumpstation gebaut? Da Koordinaten. Koordinaten, aber was, die sagen mir gar nichts. So. Ja, ich geh doch dahin zu den Koordinaten. Warte mal. Wie viel minus 200? Leo, folg mir. Ja, wie folgt dir? Ich seh dich ja nicht. Ach, da bist du. Folge mich. Oh mein Gott. Was ist denn, wenn wir in einer Dimension Hier ja, in die Richtung. Wunderbar. Ja, in die Richtung hier auf jeden Fall. Ist das gut dann? Wenn ihr was macht? Ich hab keine Lust, nein, ich hab nicht genug Rüstung. Ich geh zurück. Damit war hier hinten ist die. Auf dem Boden oder wie? Zander, wenn ihr was macht. Hey, Zander, nö, aber. Durch die Eisentür gegangen. Die ist hier so. Und da sind so 4 Schläuche, die runtergehängen. So Euter-Style und ja. Nice. Ey, aber dann, also läuft es jetzt schon flüssig, der Nein, deswegen habe ich ja die 2 neuen Pumpen dann gehauen. Ja, aber funktioniert der jetzt mit den 2 neuen Pumpen? Ich hoffe mal, also ich denke mal. Sagt uns jetzt mal ganz kurz, sollen wir jetzt wieder am besten nach oben kommen oder sollen wir versuchen noch ein paar Pages zu finden? Weil wir haben es wieder geschafft, da jetzt rauszukommen. Ja, wenn ihr... Ja, je nachdem, wie euer Inventar aussieht. Leo, wollen wir da mal bei euch reingehen? Dann passiert ja auch nochmal was. Klar. Ja, genau, wir wollten... Genau, wir brauchen aber entweder Fire Resistance, also wir haben den Weg markiert, wir kommen da easy hin. Na gut, dann machen wir. Easy. Übrigens, Leo, ich bin dabei, Hopfen zu züchten und dann können wir Bier brauen. Ja, geile Idee. Das ist cool. Lass machen. Lass wieder zurück, da. Warum? Bier. Willst du ehrlich hier rein? Ja, was ist denn hier das Problem? Ja, Alkohol ist keine Lösung, ja? Echt mal. Aber eine Antwort. Ha. Also bräuchten wir, wenn wir diesen Link setzen? Nein. Brauchen wir nur eine einzige Tür oder was? Genau. Ja, im Endeffekt braucht ihr wirklich nur eine einzige Tür. Also ihr braucht einen ein Rift Signature. Ja, ich komme mal zu euch rüber. Eine Holztür und eine Holz Warp Door. Oder Zeiner, wir gehen jetzt auch wieder losziehen oder was? Machen wir ziehen mit Andi los. Wir gehen noch durch die Tür einmal durch hier.
Dann rüsten wir uns fertig. Oh, und nice. Oh, Eikes Haus hat ja mittlerweile sogar Struktur, halbwegs. Halbwegs, ist echt halbwegs, ne? Lass dich davon nicht täuschen, Kollege. Oh, du hast die Katze mit reingebracht. Oh, ich sehe sie nicht. Ja, sie ist weg. Ach los, komm, wir gehen. Also, hast du alles? Warte, ich muss kurz mein Jetpack aufladen. Also, ich habe nichts dabei, ich bin völlig unschuldig. Ja, ne, ich habe jetzt auch nur Essen und Schwert und... Ah, nee, ich habe kein Labpack und nichts mehr, weil das bräuchte ich gleich. Also, Jet und Labpack... Und ich habe massig Weed Eggs dabei. Was hast du dabei? Weed Eggs, also Anti-Unkraut-Zeug. Ach so. Ah ja, das ist gut, das können wir gebrauchen. Ja, ja, aber wenn jetzt hier so eine Holztür steht, ne? Also wir gehen durch eine Eisentür durch und jetzt stehen hier in diesem Raum zwei Holztüren. Ja. Durch die wir gekommen sind und eine neue. Was passiert, wenn wir durch die neue gehen? Also entweder kommt ihr wieder in die normale Oberwelt oder ihr kommt in eine neue Dimension. Das haben wir jetzt auch erst rausgefunden, dass man auch in eine neue Dimension reinkommen kann. Ja, weil wir sind nämlich letztes Mal durch so eine Tür durchgegangen, dann sind wir in so ein schwarzes Ding gefallen und waren tot. Oh. Ja, das gibt's auch. Das gibt's wirklich auch. Es gibt auch den Limbo. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal... Ja, den Limbus, der ist aber easy. Da musst du im Limbus musst du nur versuchen, zum Null ganz gehen, unten. Koordinate 0. Genau. Und genau. Da ist ein See und da springst du rein, da bist du oben. Das ist eigentlich genau. Das Beste, was dir passieren kann. Meiner Meinung nach. Ja, aber es kann eine Weile dauern. Und, gibt's da eigentlich noch was anderes Schönes im Limbo? Dann. Nö, ich glaube nicht. Ja. So, wollen wir dann? Brauchen wir sonst noch irgendwas? Ja, ich bin bereit. Nö. Rüstung, Labpack und so. Das also zu eurem Query und dann da rein. Also, ja, genau. Zum Query. Dimension. Und aus der Dimension hauen wir dann gleich ab und verziehen es da oben. Ja, bei mir steht es immer noch hier irgendwie. Ja, es leckt gerade. Ja, bei mir leckt es gerade auch. Alles leckt. Ich glaube, gleich bricht alles zusammen. Ja, bei mir steht Downloading Terrain. Ich glaube, Zelda bricht alles. Sag das bitte noch einmal. Downloading Terrain. Das Wort, das so schön angeprickelt in mein Trommelfell. Okay. Also ich lache alle total hässlich. Oh, diese Werbung, ey. Ab zum Portal. Wir sind wieder in so einer Mongo-Welt hier. Ey, aber macht nicht die Tür kaputt da hinten. Da ist doch noch eine Tür. Ihr dürft die doch mit eurem Query nicht kaputt machen. Nee, macht ihr nicht. Auch nicht. Also ich bin bei die Portal. Kommt ihr? Ja, Andi, du bist viel zu schnell. Ja, gib dir mal Gas, ey. Gibst du Gas. Ich hab mir Waypoint gesetzt und jetzt können wir hier gucken, Alter. Hier ist aber... Die Chunks laden gar nicht bei mir. Das ist geil. Da gibt's keine Negativeffekte. Jetzt musst du nur noch diesen Tempel finden. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, hier vorne. Abwarten, Sander, abwarten. Ja, aber toll, jetzt hat ja nur Andi Fire Resistance und wir haben nichts. Ja, ich habe auch kein Fire Resistance. Ja, du bist aber komplett resistent gegen alles. Ja, ich gehe halt vor und guck, wie die Lage ist. Ja, schön. Ja, okay. Na gut. Vielleicht können wir da ja auch kurz überleben. Aber einen Eimer Wasser hätten wir vielleicht auch mitnehmen sollen. Warte, ich hab einen Eimer. Ah, das ist perfekt. Sehr gut. Aber da ist kein Wasser drin. Doch, jetzt schon. Ach so, ey. Sehr schön. Hindurch. Blutig. Dann mal rein in die Suppe. Rein. Es gab ja, schon es laggt schon wieder richtig hart, warum auch immer. Boah, ich wollte gerade sagen, Alter, müsst ihr andauernd neue Welten machen. Ja, ich glaube, wir werden echt gerade durchjumpen wie die Verrückten. Ja, der einzige Negativeffekt, der hier ist, du kriegst einfach alle 3 Minuten ein halbes Herz Schaden. Boah, alle 3 Minuten? Hab ich gerade gesagt. Was hast du denn für eine Rüstung an? Ich? Ja. Phantom, ne? Alter, was ist das? Ja, da rein richtig an. Ah, ich brenne! Ich brenne auch! Hier! Nicht Stein berühren. Hier lang. Ey, hast du hier auch so einen Riesenriss? Ja. Ey, wie so ein Riesenriss, was meinst du damit? Ah, ne, bei mir. So, wo lang gehst du links, ne? Ne, beim T. Immer am Glowstone. Okay. Also, wenn es nicht eindeutig ist, ist es der Glowstone. Okay. Ah, ich brenne. Eike? Ah, du bist noch da, super. I'm there. Alter, werden die ganzen Pisten hier abgegrast. Ja. Und das wir sind echt Füchse. Ey, Zander, wo bist du? Ich bin rübergeflogen. Glowstone, hier oben. Gehört, ja, du wolltest mehr mit Ike und Leo zusammenarbeiten. Die sind auch so geil auf die, hier oben, ne? Genau. Was? Blub. Die sind so schön. Ne, wir haben genug. Wie viel haben wir uns geholt? Ein Stack oder so. Oder ein ganzes Stack sogar schon. Jetzt hat er eigentlich fliegen. Ja, ist ja okay. Ey, aber sag mal, wo habt ihr euren Tempel gefunden? War der in der Dingens? Oh, hier ist eine Netherfestung. In der Wüste? In der Dimension. Ja, war in der Wüste, genau. Ja, Leo, hier ist eine Mini-Netherfestung. Ich glaube, es gab Wüste oder sonst was. Ja, ich weiß, genau. Die haben wir ja auch gesehen. Also, da sind wir ja lang. Genau, da musst du hin. Seid ihr jetzt schon hier? Also, ich warte mal auf euch. Ja, und du musst dann, bei der Netherfestung ist so. Ja, ich sehe das ja. Ich warte bloß gerade auf euch. Ja, genau. Ja. Und da musst du dann runter. Okay. Und da ist dann wieder eine Tür. Aber ich sterbe gleich, ich muss erstmal was essen. Hinunter, in die Tiefe. Ist das eigentlich so, dass wenn man durch die Dimension reist, dass man mega viel Hunger kriegt? Ja, wo bist du da? Wow! Was ist los, Andi? Wow! Mir wurde gerade der Boden unter den Füßen weggezogen.
Ach so, ja, das ist mal ein bisschen. Ah ja, da ja, es gibt ein paar Fallen, aber das weißt du doch, dass da überall Fallen sind. Ja, aber ich habe mich total erschreckt. Du weißt es. Hi. Oh. Sana, oh. Wir hätten einfach nach Hause gehen sollen. Wir haben den Fehler gemacht und sind wahnsinnig. Und weiter geht's. Ja, ist doch so. Wir sind immer zu neugierig. Die ganze Zeit sollen wir noch durch eine Tür durch und dann gehst du trotzdem 7 Türen weiter runter. Ja, war bei uns aber auch so. Ne, wir sind immer bis zum Schluss gegangen und bis es nicht mehr weiterging und dann sind wir zurück. Oh, das hier ist richtig schäbig, ey. Ja, weil ihr diese geile Rift dort. Ah, hier oben, ne? Nein, die haben wir auch diesmal nicht dabei. Hier oben, Leo, hier ist der Glowstone, hier ist der Glowstone. Erstmal dich auf Kakao mit Wissen und dann. Ja, aber weil uns ist alles safe. Wir wissen ja, dass wir wieder zurückkommen. Ja, wir nicht. Andi, wo sind die ganzen Makaratoren und so, die du hattest? Im Lagersystem. Sehr gut. Geh durch, ne, Leo? Ja, richtig. Ja, genau, da ist super. Hey, liegt ein String. Dörn, was machen wir jetzt? Ja, weiter durch die Wüste laufen. Yo. Ich dachte, ihr wart schon mal raus. Ja, wir waren doch schon mal raus, dann sind wir aber noch mal rein. Ja, weil wir auch gleich vorbeikommen, wenn das das gleiche ist. Hier kommt's in die Dimension. Geh du mal rein und guck mal nach. Ich trau mich nicht. Ja, natürlich. Zeig mal ein paar Eier. Wüste. Zeig mal ein paar Eier. Leo steht drauf. Soll ich jetzt irgendwie Schaden kriegen oder so? Ja. Oh, ich brenne. Brennt eigentlich. Ja, eigentlich brenne. Musst du brennen. Ach, wie niedlich. Warte, ich geh mal mit rein. Ich krieg keinen Schaden. Also. Kann man die Map nicht hier größer machen oder so? Wo ist denn die Festung? Ja, das weiß ich auch gerade nicht. Ja, hier links. Hier links von uns, links. Muss man nicht einen Rotary Makerator auch irgendwie powern? Nee. Ja. Hebel. Ja, Redstone-Signal braucht man. Hau mal nicht zu weit ab. Ja, ich bin hier nur in der Hood gegangen. Weil ich. Ja, kipp mal irgendwo Wasser hin da, bitte. Du darfst nicht stehen bleiben in der Welt, dann fängst du an zu brennen. Nee, auch im Wind. So, okay, was haben wir jetzt hier? Let's rape the pages. Da kommt Creeper rein. Oder nee, der kommt doch nicht rein. Wow. Sollen wir das abbauen hier? Nee, einfach rausholen. Wie holt man das denn raus? Rechtsklick. Ach so, das ist jetzt Page Case. Geil. Ja, ich hab Ice Plains Biome. Was ist damit jetzt? Und hier ist einfach nix, ne? Ich scoute mal kurz, bleibt mal da. Ah, lol, wir haben Sonne und Mond, yo. Kann es sein, dass man nur auf dem Sand... Ey, ich hab noch so ein Ding. Also noch so ein Tempel gefunden. Geil. Siehst du, hier müssen wir jetzt einfach Pages suchen und ich baue hier mal die Bücher ab. Ich hätte zwar eine Axt mitnehmen sollen. Ja, bleib einer mal bei der Nähe der Tür. Ich setz einfach einen Waypoint. Ich setz einfach mal einen Waypoint und dann weiß ich, wo wir hin müssen. Boah, Alter, du gehst mal auf den Sack, dass du mal wenigstens zu brennen. Du fängst öfter an zu brennen als ich meistens. Also jetzt die ganze Zeit. Gerade. Tja. Wo ist denn die Tür? Ah, hier. Hier, du bist kurz rübergeflogen. Warte mal, wie setzt man? Mit C oder mit Komma? Ja, mit C. Was für ein Waypoint mit C? Ja. Ausgang, Ausrufezeichen. Okay. Ach so, nee, Leo, dass es so lange dauert mit dem Abbauen, ist doch, weil wir dieses Mining-Fatigue haben. Ach so. Ey, guck mal, da hinten. Ach so. Alter, hier ist ein Dorf. Lol, hier ist ein Dorf. Nix drin. Da ist, ich bin da immer ist noch in der Bude drin. Warum? Ja, wir sind schon weitergegangen, weißt du. Ja, warte, ich will mit. Was haben wir Mining-Fatigue? Das verstehe ich nicht. Ja, das dauert dann ewig, um irgendwas abzubauen. Also, ich habe jetzt schon 6 Pages. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Oder was? Ja, aber guck mal, du bewegst dich doch auch voll slow und so. Nö, geht. Ja, gut, Andi, ne? Das ist schmeichelhaft. Warte mal. Oh mein Gott. Ich habe eine Kiste gefunden, da sind 5 Seiten drin. Lol. Alter, geil. Oh, hi, Eike. Hab dich gefunden. Andi, hier, guck da mal rein. Das ist cool. Gut, ich nehme die mit, okay? Die sind alle kacke, aber naja. Aber alles mitnehmen. Kann es sein, alles dass Induction mitnehmen. Furnace und so irgendwie ein Redstone-Signal von den Pipes bekommt, automatisch? Kann natürlich sein. Ich muss noch kurz dringend reden, ich bin halb tot. Es könnte sein, dass, also die Bücherregale, das könnte sein, dass hier noch irgendwo was ist, ne? Ja, warte, ich fliege hier gerade erstmal um. Ich hab ein neues Dorf gefunden. Such neue Hütchen. Sander, ich würde auch gerne mal was finden. Ist in dem Dorf. Ah, ich hab eine neue Tür neben dem Dorf gefunden. Also ein Warp-Door. Da gehen wir nicht durch. Da gehen wir nicht durch. Ja, okay. Gibt's nicht, vielleicht ist ja in der Schmiede hier richtig krasser Scheiß drin. Ja, guck mal. Weiter. Leo? Was? Beim Rotary Macerator, ist das normal, dass er da irgendwie nur den ersten Slot benutzt, wenn man... Ja, das geht. Das ja, da geht nur der erste. Man kann aber zum Beispiel Bronze herstellen, indem... Genau. Eisen... Tempel, Alarm, SOS. Sehr gut. Ne? Trete die Tür ein und trete ein. Da drinnen werden Pages sein. Ja, man sind auch.
Aber es laggt gerade wieder, oder? Extreme Hills? Nee, bei mir nicht. Alter, mein Wasser ist weg. Nee, ist wieder da. Weil die Viecher sich überhaupt nicht bewegen. Was ist da los? Netherrack. Ah, ich hab ein zweites Dorf gefunden. Also ich hab schon eins hier wieder. Ja, dann war ein drittes. Eigentlich ist es ziemlich geil. Wir müssen einfach nur in diese Dimension gehen und dann finden wir 1000 Seiten. Ich hab 8 Pages jetzt. Was für Pages hast du denn? Ja, wir brauchen geile Pages, das ist wichtig. Horny Pages. Nee, du musst doch weiter. Meinst du in einer Dimension nur einen Tempel oder sind da mehr? Boah, hier waren Äpfel drin in der Schmiede. Äpfel, meine Damen und Herren. Lass uns weiterlaufen. Entweder wir finden halt ein Portal oder wir finden noch einen Tempel. Also. Es ist zum Ausrasten. Seid ihr auch in so einer Dimension oder wie? Ja, die ganze Zeit noch. Ja. Ja, aber ihr habt da vorne gesagt, ihr seid raus. Ja, und dann sind wir wieder reingegangen. Weil wir warum schneit's hier in der Wüste und warum haben wir so einen komischen Himmel? Ach, wir haben einen Endhimmel. Echt? Ja. Echt? Hier sind doch Wolken und so. Ja, wir haben trotzdem einen Endhimmel. Habt ihr diese komischen Stäbe hier schon entdeckt oder sind das die, wo... Wie nennt sie Obeliske heißen? Ja, Obeliske. Ach, kommen da nicht die schwarzen Zahnräder raus für die Digimon? Ja, genau. Wolf, du hängst exakt. Bei mir. Du hängst bei mir. Was machen die Obeliske? Das ist nicht gut. Gar nichts. Die stehen da und. Da kommen schwarze Zahnräder raus. Die bohren sich dann in deinen Kopf und dann wirst du böse. Ah. Habt ihr einen Waypoint gesetzt da hinten irgendwo? Ja, ja. Ich hab einen Waypoint an der Tür. Warum nicht? Das ist perfekt. So. Weil hier gerade harte Weltgenerierung stattfindet. Hätte ich auch mal machen sollen. Ups. Egal, wir können ja die Koordinaten sagen. Ich mach jetzt mal Downfall. Ja, weil es übertrieben slackt bei uns. Ich möchte gucken, ob das davon kommt. Nein, Zander, weil ich hier gerade hardcore Welt generiere, weil ich einfach rumfliege. Ja, aber gerade sagen. Boah, also, hör doch mal auf damit, Alter. Ja, ich suche aber Pages. Ja, schön, und bei uns geht gar nichts mehr. Wir können hier nichts machen. Ja, das ist bei uns. Immer bewegen. Auch ein bisschen strange. Bei mir lädt auch alles so ultra langsam. Ich stehe jetzt hier gerade direkt. Ich habe Toggle Downfall gemacht und es regnet immer noch. Oh Gott. Der ist, der ist doch gar nicht angekommen, der Befehl wahrscheinlich. Ah, jetzt regnet es. Der Server muss glühen. Ich hab ihn schon gesehen. Also es wäre ganz geil, wenn du mal ganz kurz aufhörst zu fliegen, Andi. Aber es macht so Spaß. Ja, Andi, glaube ich dir, aber es wäre ganz geil, wenn du mal aufhörst kurz zu fliegen, bitte. Ein See. Ich kann hier dauerhaft irgendwie die Generierungsgrenze sehen, das ist gruselig. Ja, ich auch. Ja, ich bin direkt davor. Kannst du mal aufzufliegen, bitte? Ich flieg ja nicht mehr, ich laufe nur noch. Ja, du bist genauso schnell im Laufen wahrscheinlich. Nein, langsamer. Nee, ich glaube eher schneller. Nein, langsamer. Glaub mir. Es gibt in der Wüste auch Seen, also ich bin zumindest gerade hier über einem See. Ja, toll. Und Dorm und ich stehen jetzt hier rum und machen nichts. Der ist schön. Nice. Ja, was soll ich denn sagen? Ich stehe hier auch immer an der Grenze to nowhere. Ja, schön. Nur wenn wir verbrennen, töte ich dich. Ich schwöre dir, ich töte dich. Das funktioniert doch aber gar nicht. Stimmt, es könnte echt sein, dass wir gleich auf einen Schlag so mega viel Damage kriegen. Ja, und dann sind wir einfach tot. Ja, kacke. Ja, stellt euch ins Wasser. Mit der Scheiße. Ja, ja, also ich laufe jetzt nur noch durch geladene Welten durch. Ja, bei mir ist ja nichts mehr geladen. Dann hör doch mal einfach auf, in die ungeladenen Welten reinzulaufen oder zu fliegen. Ja, nein, ihr müsstet das gerade mal bei mir sehen. Es entlädt sich einfach alles. Alles hinter mir ist entladen, ich sehe nichts mehr. Es ist einfach nur noch... Andi, du bist hier. Hilfe. Das Sicherheitsrisiko. Was ist das für eine Scheiße? What the fuck? Was passiert hier? Ich geh einfach runter, ich kick dich jetzt einfach. Ey, Junge, ich nehme auf, du Mongo! Ich hab den Befehl auch schon eingegeben. Oh. Alter, ich nehme auf. Alter! So. Auf einmal läuft alles wieder Spaß. Alter, es fließt. Toll, End of Stream. Danke, Zander. Jetzt kann ich das Spiel neu starten. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht, du Ach, Scheiße, Andi nimmt ja auf. Oh, ihr seid so clever. Oh, Mann. Andi muss es aber immer übertreiben. Hey, wieso übertreiben? Darf ich nicht einfach mal rumlaufen? Komm, mein Däumen. Wir gehen weiter. Andi, verpiss dich. So, und jetzt geht's weiter. Oh, nein. Das Grauen ist naht. Warum ist mein Waypoint nicht mehr da? Meiner ist noch da. Meiner ist da, weil er wahrscheinlich nicht mehr gespeichert wurde. Aber ich kann euch da die Koordinaten sagen. Du bist ja, sagt mir mal die Koordinaten. Ja, gleich, ich bin noch nicht da, ich lauf gerade hin. Sweet Jesus. Ey, Xander, warum hast du jetzt echt den Schnee angemacht? Das regt mir auf und leckt. Ich hab den ausgemacht. Hä, bei mir schneit es gerade. Ja, bei mir schneit es auch, weil der Befehl nicht durchgekommen ist wahrscheinlich. Nein, bei mir hat es gar nicht erst angefangen zu schneiden. Ja, Mann. Ich wurde gerade voll gegrillt von den Creepern. Also, ich lebe noch, aber... Das war echt kacke. Ja, stirb nicht. So, also unsere Anlage läuft jetzt. Gerade spammt er halt die ganze Zeit die Ohren. Ich hab nur eine Seite, Andi hat die anderen 5. Anderen... 11. Sender. Pass auf, nachher liegt einfach an Kilian, dass er gerade sich selber zuspammt, den Messerator zu. Nein, daran liegt's nicht, das läuft nämlich alles flüssig. Ach so, ne. Leo oder Eike, könnt ihr mir mal die Koordinaten sagen? Naja, kleinen Moment, nimm einfach plus... Nee, was? Plus 2100 und minus 1500.
Okay. Ja, das kommt ganz gut hin. Dann bist du auch hier in der Nähe, Eike? Ich bin noch in der Bude und baue die Bücherregale ab. Achso, ich komme mal zu dir. Ich begrüße dich mal. Ich glaube, wir haben auch nicht genug Bambus, um Bücher zu machen, oder? Nee, ich hab Bambus. Tani, das Ding ist fast leer. Ja. 100.000 Bambus. Ein Teil von deinem Keller wurde gerade gesprengt, weil hier ein Creeper war. Was wurde gesprengt? Ach, Leo, da bist du sehr gut. Ich kann nicht sehen, dass was kaputt gegangen ist. Guck dahinter, hinter dem Kiste, das ist echt tricky. Egal, Kieran, repariert's einfach. Wo ist die Kiste? Oh, ja, da doch. Links. Ja, geil. Die Haupt-MFSU ist weg. Ernsthaft? Ja. Und Kieran, was bist du für ein Lappen? Was seid ihr für Lappen? Dass da immer noch Creeper aus eurem Gay-Gang rauskommen. Nein, du bist der Lappen, weil du ihn hast den hochfliegen. Das heißt, reparier alles, was du kaputt gemacht hast. Ich repariere gar nichts. So drück doch mal einfach F7. Kieran, wir reparieren auch alles. Jetzt reparier es. Drück doch mal einfach F7. Damit kannst du immer sehen, wo noch was ausgeleuchtet werden muss. Echt? F7? Ja. Oder Alt F4. Leo, ich geh da mal wieder raus, ne? F7, dann siehst du überall da, wo es rot ist. Alles, was rot ist. Alter, ey, wie heißt dieser Mod? Den müssen wir beim PPM benutzen. Wisst ihr, was Zander hier euch auch macht? Ja, da kann man auch was lernen. Der Zander, der hat Ahnung. Raus aus der Scheiße hier, ey. Bei dem kann ich noch was lernen. Ja, aber bis jetzt haben wir doch nur einen einzigen Tempel gefunden, oder? Was? Ist das hier denn ein Tempel? Nee, ne? Ich weiß ja nicht, was ich gemacht habe. Mir leckt schon wieder mega. Bei mir leckt's auch mega. Andi, was tust du? Ich bei gehe mir zurück. Ist alles gut. Also. Ich fliege zurück. Nein, ich. Ich bin geladen, voll lustig. Ich gehe jetzt. Ich gehe zurück, Zander. Hör doch mal zu. Das macht voll Spaß. Hier ist gar nichts geladen. Das ist richtig geil. Nee, ist. Aber ich glaube, das leckt hier alles voll. Ja, bei mir geht auch wieder nichts. Ja, aber gibt's denn pro Dimension nur ein einziges von. Ein Warum bin ich kein Ob? Ich wollte Zander kicken. Ich glaube ja wohl nicht, dass das in einer ganzen Welt. Ah, Glück haben. Ja, wir brennen, geil. Alter, wenn er. Rest in peace. Ich sag dir, wenn ich deswegen sterbe, ne, wegen diesen Lecks, die alle verursachen. Hä, wieso verursache ich die? Ich gehe gerade einfach durch die Scheißdimensionen zurück. Ja, durch die Tür. War alles geil. Und jetzt bist du wieder da, jetzt ist wieder alles scheiße. Ja, genau. Genau, liegt alles an mir. Halt die Fresse. Halt's Maul, Zander, halt's Maul. Hey, wie viel UU-Meter habt ihr eigentlich? Keine Ahnung. Also, wir haben über 16 Stacks Scrapboxen, also. Was war denn dieser Hauptspeicher? Das war doch eine MFSU, oder? Nein, es war eine MFE, Kieran. Welche MFE? Okay. Natürlich war es eine MFSU. Nee, ich wollte eine MFE. Okay. Oh, Kieran! Ich höre deine Entscheidung. Ich repariere das genauso, wie ihr das Rathaus repariert habt. Minderbar. Kieran, das ist ganz anders. Das ist nicht diese Reihe. Ja, geil, wir haben auch ein MFE. Ja, du setzt deine MFSU hin, sonst geht gar nichts mehr. Tu es oder ich töte dich. Versuch's doch. Also zuerst ist erstmal du getötet. Ey, jetzt hab ich mal eine Frage. Denkt ihr, dass es in jeder Dimension nur einen von diesen Räumen gibt? Nein, ich hab da schon von drei Stück gefunden, Leo. Was geht da ab? Ja, ich wollte auch sagen, dass irgendwie... Dann sag das doch einfach einmal. Also ich habe gerade auch schon gesagt, dass ich nicht denke, dass es nur eine gibt, weil wir haben einfach zweimal in zwei Dimensionen eine gefunden und ich glaube nicht, dass wir das Glück haben, wenn es wirklich nur eine gibt, dann sofort zweimal eine zu finden. Ja, weil die steht immer direkt am Portalraum. Nein. Der erste Raum. Nein. Weil wenn es echt nur eine gäbe, dann hätten wir ja mega Glück gehabt, dass das Ding dann sofort hier irgendwie vor unserer Nase steht, ne? Ja, aber ich meine, es könnte auch sein, dass das einfach immer jedes Mal genau vor dem Portal oder bei dem Portal ist. Nein, ist es nicht. Aber dann wäre der erste von der ganzen Dimension. LOL. Was denn? Rennst du schon wieder so schnell rum und es lädt sich nicht? Sender, ich brenne. Nein, ich bin irgendwo. Ach so, ich bin nur 1300 Meter entfernt von der Hut rausgekommen, irgendwo beim Meer. Okay. Boah, ja, gut, die legst du ja ein paar Minuten zurück, ne? Ja, Leo, wollen wir hier wieder weggehen, oder? So, ich bin zu Hause. Wir suchen den nächsten Raum mit diesen Dingern. Ich meine, wir hatten schon mal einen, da sind wir aber nicht reingegangen, war, weil wir noch nicht wussten, dass man da reingehen kann. Was meinst du jetzt? Also ja, wir hatten doch schon mal diesen Raum, wo wir in so eine Dimension reinkommen, aber da sind wir nicht reingegangen. Wie ist das gerade gruselig? Ich schwebe gerade über nichts. Oh, falsche Richtung. Oh. Dass wir in eine Dimension dann kommen, wenn wir da durchgehen? Ja, ich glaube, durch diese Räume mit diesen komischen Eisentüren kommt man immer in Dimensionen rein. Ha, home sweet home. Ich würde sagen, das ist einfach das Special-Ding. Wow. Ja, wollen wir den jetzt finden? Ich weiß es auch nicht. Deswegen lass uns einfach weitergehen und weitersuchen. Aber bei mir, ich fall gerade. Ja, es laggt gerade auch wieder. Ich die neue Dimension. Mal nur ein bisschen. Ja, nur minimal. Ja. Ist alle. Let's go on. Ah, okay, jetzt. Jetzt. Ja, es geht. Funktioniert. Sender? Ja. Brennt? Ah, jetzt nicht mehr. Was hast du eigentlich für Pages? Du hast noch gar nicht gesagt, was du für Pages hast. Nee, das war nur Large Biome und so und Tiny Biome und die hat Andi alle. Warte mal, also ich habe jetzt
Gradient, Ice Plane Biome, Glass, Spontaneous Explosions, Mineshafts, Dungeons, Huge Trees, Tiny Biomes, Medium Biomes, Normal Moon, Mushroom Island Biome. Angib mal das mit den Huge Trees bitte, da können wir was draus machen. Was ist mit also Kian, ich kann dir sagen, was in die Luft geflogen ist. Ja, weiß ich nicht. Eine HV Charging Bench ist in die Luft geflogen, der MFS Uni ist in die Luft geflogen und Lampen sind in die Luft geflogen. Warum eigentlich? Weil Creeper. Creeper war da. Drück mal F7 und dann siehst du, wo noch ausgeleuchtet werden muss. Ey, schreib bitte in die Kommentare, wie dieser Mod heißt, ich will's wissen. Hä, ich sehe das gar nicht. Wo was passiert denn dann? Wenn du F7 drückst, dann kommen Striche auf den Boden. Ein Gitternetz. Und so ein Gitternetz und dann siehst du, wo rot ist, das muss noch ausgeleuchtet werden. Ah, sieh. Andi und Kilian, macht mal bitte das mit den Large Trees. Ja, und das sehe ich, es muss in eurem Scheiß unübersichtlichen Technikraum, der U-Meta herstellt, gekommen sein. Weil von da ist ja auch angestrichen gekommen. Eike, okay. Wir machen das einfach nachher alles mit. Ich muss sowieso erstmal laden. Ich habe schon mal. Wir machen das nachher einfach alles mit dem Ohr, mit der Ohrwelt. Da machen wir auch diesen großen Large Trees, die Large Tree Welt, oder? Ah ja, gut. Sind wir hier eigentlich schon durchgegangen? Durch diese wie lange geht die Folge jetzt eigentlich schon? Lol, guck mal. So, Pumpkins. Kian? Das Tempel! Das ist ein Tempel! Das ist ein Kian, Tempel! Warum sagt Tempel, unser Ding, no energy? Tempelzeit! Die Ritter gehen jetzt in die Tempelzeit. Lol. Wir freuen uns auf die Tempelzeit. Achso, weil natürlich hinten gerade der... Ja, und es laggt wieder. Stimmt, die MFSU ist ja weggeflogen. Weil Andi hier übertreibt wieder. Hä, ich bin zu Hause, Zander, halt die Fresse, du Spast! Fotzenkopf. Eike, wo bist du? Ich bin durch die Tür gegangen, aber irgendwie scheint mir das ein bisschen magisch zu sein. Hier sind irgendwie 6 Schalter und, also Hebel. Und, Soll ich mal kommen? Ich hab, das ist. Und wie sieht's aus, Dan? Hä, hast du eine Page genommen? Nein. Okay, ja, halt so Starfisure und Villages. Das ist doch witzig. Villages? Ja, wahrscheinlich. Dann besteht alles nur noch aus Villages. Das ist wirklich lustig. Das ist wirklich lustig. Voll also lustig, das ey. Ist wirklich lustig. Egal, so, setz dich hier richtig hin, bitte. Wo bist du? Ja, guck mal, da hinten. Hintergraben und gucken, was da abgeht. Was meinst du, Kian? Willst du einfach kaputt machen? Nein, ich will es nicht kaputt machen. Ich will nachgucken, ob wir explodieren danach. Nee, ich hab's schon zerstört hier hinter. Da ist eine Kiste hinter. Achso. Ey, cool, eine Kiste. Warum pumpen denn die Pumpen nicht richtig? Was soll das denn? Die haben nicht genug Kraft. Toll, wie sieht's aus? Weitermachen? Ja, wir gehen jetzt so lange weiter, bis wir im Portal oder wieder ein Tempel. War da eine Seite drin? Nee, leider nicht. Aber doch, die Pumpen alle mit Vollgas. Portal gehen wir natürlich zurück. Aber wie hier, was ist denn hier noch so feines hinter, sag mal? Aber guck mal, hier ist ein Signal. Ein Signal. Ja, ne, das fand ich auch so merkwürdig, dass es hier einfach in der Gegend rumschwebt. Aber warum macht man das? Das Signal denn? Ist vielleicht richtig geil. Warte mal, hast du eine Warp? Ach, wir haben keine Warp Door dabei. Scheiße. Nee, leider nicht. Die könnten wir in das Signal reinlegen und dann würden wir vielleicht irgendwo Geiles hinkommen. Was ist das noch merken? Nee, ja, genau. Wir gehen zurück, ich lade mein Zeug und wir nehmen ein paar Warp Doors mit. Dann mache ich hier einen Glowstone hin und dann können wir nachher, wenn wir wieder getrennt machen und so, dann gehen wir hier einfach hin und dann. Genau. Ne? Weil hier ist ein Signal. Ich habe kein Glowstone, ich markiere es mit Holz. Wie sieht's aus mit Leben? Voll. Nein! Fuck! Fuck! Was ist los, Andi? Fuck! Was ist los, Andi? Ich hab die MFSU abgebaut. Aber hast du mit der Drill am besten noch? Ja, mit meiner Hand. Oh. Nein! Das natürlich. Ja, ich mach dann nächste Folge eine neue. Solange die nicht im AKW steht, ist ja in Ordnung. Ja. Freude. Ja, ist alle. Eike, weißt du was? Was denn? Wir könnten eigentlich mal eine... Guck mal, was ist, wenn wir jetzt hier reingehen, in die Holztür? Was ist dann? Weiß ich nicht, aber das können wir probieren. Lass uns mal nächste Runde, wenn wir hier zurückgehen, eine Warp-Door machen, dass wir immer hier hinkommen. Sander, ja, was soll das? Ja, das ist sinnvoll. Dann ich hab nichts gemacht. Scheiße. Weil dann müssen wir nicht immer über diese Überwelt am Quarry lang und so weiter. Ist mir egal, wenn es regnet, weil dann würden wir nicht anfangen zu brennen. Okay, Kinders, dann lass mal abwürgen, oder? Aber es schneit. Dann wirkt mal ab. Viel zu tun. Zander, ich baue uns nur kurz eine Base hier, ne? Was bleibt uns dann noch zu sagen? Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. So sieht's aus.
Also natürlich. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, ciao. Peace.